Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ihr seht, ich bin auf dem Talk unterwegs und zwar am Flowtrail Stromberg. Und heute stelle ich mir mal die Frage, ich war ja noch nie mit dem Talk hier. Ja, wie ist der Flowtrail Stromberg mit einem Biobike? Und was ist cooler? Biobike, EMTB, lohnt sich das, den Berg hoch zu strampeln oder eher nicht? Das beantworten wir in diesem Video. Viel Spaß dabei. So, wir haben allerdings jetzt oben geparkt, sodass wir gleich direkt die erste Abfahrt machen können. Denn ja, so viel Bock hatte ich dann auch nicht direkt am Anfang schon Uphill zu machen. Links einmal runterfahren und so. Und ich glaube, dann kann man sich die Abschnitte so Stück für Stück fahren und hat am meisten Spaß. Ja, aber mit dem kleinen Talk habe ich tatsächlich, glaube ich, noch nie so Sprünge gemacht hier in der Größe. Außer vielleicht, ja, ich weiß nicht, vielleicht die in Sölden. Aber auch, da bin ich die Line auch nur einmal gefahren. Keine Ahnung, wie groß da die Sprünge wirklich dann von außen waren. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, wie ich mich schlagen werde. Außerdem ist das ein kleines Training als Vorbereitung für die Off-Season. Denn da ja, heißt es öfter wieder bergauf fahren. Ja, das dauert wahrscheinlich. Oh, schön rutschig wird das hier. So lehmig. Ah, kommen Sie nicht vom Fleck hier. Nee, scarier mit dem Strong, ein bisschen angsteinflößender. Na gut, ich habe jetzt auch nicht mein Cockpit hier, ne? Ja, ich gucke jetzt erstmal. Thank you.
Sonst komme ich gut zurecht. So Leute, erste Auffahrt steht an. Unser Lieblingspart. Eigentlich sind wir auch nur deswegen heute hier. Ich muss sagen, man merkt halt natürlich schon einen Unterschied. Das Torx halt nochmal verspielter auch als das Norco, als das Focus sowieso. Und das, da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Ist halt ein bisschen wackeliger in der Luft, aber trotzdem cool. Also wir sind jetzt 1 bis 3, glaube ich, gefahren. Und ich denke, darauf werden wir uns erstmal beschränken. Aber ich will auf jeden Fall auf die No-Jokes. So Leute, ich bin ja eigentlich drauf und dran, das Torx zu verkaufen. Ich dachte sogar fast, vielleicht ist das dieses Mal die letzte Ausfahrt. Aber ich dachte dann auch so, ja, vielleicht kann ich mich auch dran gewöhnen, uphill zu fahren, muss einfach nur mehr trainieren. Aber jetzt kommt das steile Stück, das heißt, danach ändert sich vielleicht meine Meinung direkt wieder und ich lasse es doch noch auf eBay drauf. Wie gefällt dir der Uphill? Voll gut. Voll gut? Ja. Wie fährt sich das Capra bergauf? Scheiße. Oh, auch besser tragen? Ja. Ja, die rosa Rückblickbrille. Ja, das hast du jetzt beim Torx. Ja, aber es ist ja nicht schlecht. Es fährt halt nur nicht so gut bergauf. Aber das kann ich trainieren. Ich kann mich bessern. Und dann kann ich es behalten. Ich kann mich bessern. Du kannst hier nie wegkaufen, dann siehst du. Ich hätte sie davon. Ja, braucht ein bisschen mehr Geld. So Leute. No jokes, auch hinter mir.
Ich muss sagen, es macht Bock mit dem Talk. Vielleicht ein bisschen mehr als mit dem Fokus, aber der Uphill steht halt in gar keinem Vergleich dazu. Also beim besten Willen, man schafft halt in der Zeit, die man hier ist, viel weniger Abfahrten. Das ist einfach nicht so cool. Es klingelt. Außer... Ja, das sind wir normalerweise. Aber heute hatte die Michi die glorreiche Idee, mit den Biobikes zu fahren. Das war ja wohl deine Idee. Der ist jetzt gerade in so einem Fitnesswahnsinn. Und ich muss darunter leiden. Nee, also Spaß beiseite. Es gibt ja ein paar Abschnitte, die kann man easy peasy gut miteinander kombinieren. Allerdings, wenn man hier einen ganzen Tag hinfährt, würde ich einfach das E-Bike mitnehmen. Ach, ganz ehrlich, auch wenn man wenig Zeit hat, würde ich auch das E-Bike mitnehmen. Also, es macht schon Bock. Es ist auch mit dem Biobike machbar und natürlich, das Biobike macht bergab mehr Spaß, aber steht in einem ganz schlechten Verhältnis dazu und zumindest an dem Spot hier, wie lange man hoch braucht. Deswegen würde ich das nicht nochmal machen, weil in so einem Spot kann ich persönlich auch sehr, sehr gut mit dem E-Bike fahren. Ich tue mich nur schwer mit dem E-Bike, wenn es steil wird, weil es dann so schiebt. Aber hier ist ja nichts steil, ne? Jo, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen. Lasst gerne ein Abo da, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.